Küchenofen für 250 Euro. Dauerbrandofen aus DDR-Zeiten für 20 Euro. Werkstattofen für 40 bis 50 Euro. Aha. Willkommen bei Sägebob. Ihr fragt euch sicherlich, was ich gerade mache. Das ist ganz einfach. Ich bin derzeit hier auf Kleinanzeigen unterwegs und suche zwei gebrauchte Öfen. Im Speziellen einerseits einen alten klassischen Küchenofen, so wie man den von früher her kennt. Den müsst ihr euch so vorstellen. Der hat ungefähr die Höhe hier, also etwas kleiner als mein Kaminofen, ist dafür tiefer und breiter. Und solch ein alter Küchenofen hat dann meistens früher so eine Art von Backkammer gehabt, wo man Kuchen drinne backen kann oder auch Brötchen oder Brot. Und obendrauf waren noch zwei bis drei Kochstellen. So eine Art von Küchenherd suche ich derzeit. Und des Weiteren bin ich noch auf der Suche nach so einem richtig schönen alten antiken Ofen. So eine antiken Öfen findet ihr noch in alten Schlössern unter anderem. Meist waren die etwas höher hochkant aufgebaut. Ob die jetzt Kanonofen heißen, das weiß ich an dieser Stelle nicht. Aber da bist du ungefähr, wo ich derzeit Ausschau halte nach. Um diese beiden Ofenarten soll es heute aber nicht gehen, sondern um die Tatsache, dass man ja Gebrauchtöfen im Internet kaufen kann. Und wer noch keinen Kaminofen beispielsweise hat, könnte jetzt auf die Idee kommen, okay, bevor ich jetzt hier 400, 500, 600 € oder mehr für einen neuen Ofen ausgebe, könnte ich mir doch einfach einen günstigen gebrauchten Ofen zulegen. Ja, dafür habe ich volles Verständnis. Das sollte man sich aber wirklich gut überlegen. Und da möchte ich heute mal in dem Video meine Erfahrungen schildern. Versteht mich dabei bitte nicht falsch. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn ihr Geld sparen wollt. Man muss sich das aber wirklich sehr gut überlegen, ob ein Neukauf eines Ofens nicht die bessere Wahl ist, als einen gebrauchten Ofen zu kaufen. Denn das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ich nehme mal jetzt ein gutes Beispiel, weil es hier neben mir steht. Stellt euch vor, ihr wollt diesen Kaminofen kaufen. Den gibt es jetzt im Baumarkt, meinetwegen für 380 € und gebraucht im Internet für 150 €. Da ihr Geld sparen wollt, wollt ihr den gebrauchten Ofen kaufen. Freut euch auch über die Ersparnis im ersten Moment. Der Verkäufer möchte den Preis logischerweise haben und sagt nur noch, ihr müsst mal die Schamottsteine austauschen. Ist ja keine große Sache. Und kosten dürften die ja auch nicht viel. Es ist wirklich keine große Sache, lediglich eine schmutzige Angelegenheit, die Schamottsteine auszutauschen. Nehmt euch da etwas Zeit, das geht wirklich relativ einfach. Habe ich euch auch mal gezeigt, darüber gibt es ein Video von mir. So, jetzt sagte der Verkäufer aber, die dürften ja nicht viel kosten. Erschreckt euch da nicht. Ich habe da mal etwas recherchiert, was alleine hier bei dem Ofen die Schamottsteine kosten. Und da gibt es Händler, die das Komplettsystem oder Set für über 100 € anbieten. Das ist wirklich nicht unrealistisch. Es ist da nicht mitgetan, einfach in den nächsten Baumarkt zu fahren und sich wahllos Schamottsteine zu kaufen. Nein, diese Schamottsteine müssen speziell für die Brennkammer auch passen. Ja, und da kann es dann sein, ihr müsst dann die Schamottsteine austauschen, gibt beispielsweise 100 € aus und seid dann schon bei einer Gesamtausgabe von 250 €. Ja, das war das eine. Kalkuliert also immer mögliche Reparaturkosten mit ein. Das gilt aber nicht nur für Schamottsteine, sondern auch für die Dichtungen oder auch eine neue Kaminofenscheibe, unten den Gusseinsatz, ja, und so weiter. Das ist also nicht ohne und man nähert sich vielleicht ganz schnell auch den Neuanschaffungspreis. Vielleicht findet ihr aber auch ein etwas günstigeres Angebot, wo der Verkäufer nur noch sagt, ich möchte den reinen Schrottpreis haben. Wenn der Verkaufspreis realistisch ist, ist das alles in Ordnung. Aber nehmen wir beispielsweise an, der Verkäufer bietet diesen Kaminofen noch für 80 € an, weil er, wie gesagt, den reinen Schrottpreis haben möchte. Das ist aber nicht der realistische Schrottpreis. Denn nehme ich einerseits diese schweren Schamottsteine raus und habe nur noch diesen Edelstahlkorpus, dann wiegt der Ofen vielleicht noch 50 Kilogramm, vielleicht noch etwas mehr. Das kann ich jetzt hier schwer einschätzen. So, da habe ich hier mal in meiner Region geschaut und festgestellt, dass der Schrottpreis für Edelstahl plus minus bei derzeit 30 Cent pro Kilogramm liegt. 30 Cent mal 50 Kilogramm macht summa summarum 15 €. Da ist also ein deutlicher Unterschied zwischen 15 € und einem Verkaufspreis von 80 €. Was ich hier derzeit in meiner Region festgestellt habe während meiner Recherche, war unter anderem auch der Punkt, dass es derzeit in einem Umkreis zwischen 50 und 100 Kilometern eine wahre Ofenschwemme gibt. Da ist wirklich ein großes Angebot vorhanden. Nun, woran liegt das? Ich kann es nur vermuten und sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass es hier ab dem 01.01.2025 neue Abgasnormen gibt, beziehungsweise Werte, Feinstaubwerte unter anderem, welche Öfen erfüllen müssen. Darüber habe ich auch mal ein Video schon gemacht. Das blende ich euch im Abspann mal ein. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Würde ich mich sehr freuen. Ja, wenn man sich ein bisschen mit diesem, ich sag mal, Ofenverbot befasst,
dann stellt man auch relativ schnell fest, Moment mal, wenn der Vorbesitzer sich den Kaminofen beispielsweise 2015 gekauft hatte, dann gibt es eigentlich keinen Grund, den wieder zu verkaufen. Warum? Weil diese Öfen alle diese Werte problemlos erfüllen. Da braucht man also keine Angst haben. Das heißt also, diese Öfen, die man jetzt so meist bei solchen Anzeigenportalen findet, müssen schon deutlich älter sein. Und da könnte es doch sein, dass die diese aktuellen Normen, die bald gefordert sind, nicht mehr erfüllen. Das heißt, kauft ihr einen 20 Jahre alten Ofen, mag das zwar gut und schön sein, wenn ihr viel Geld gespart habt, aber nimmt der Schornsteinfeger dann diesen Ofen bei euch zu Hause ab, dann kann es sein, dass der den außer Kraft setzt bzw. außer Betrieb, weil der die neuen Abgasanforderungen nicht mehr erfüllt. Und was müsst ihr dann machen? Euch einen neuen Ofen kaufen. Gut, es gibt noch die Möglichkeit, so wie hier unter anderem, habe ich jetzt auch nicht eingebaut, so eine Art Partikelfilter einzubauen bzw. Katalysator gibt es auch in einigen Baumärkten zu kaufen. Aber so ein Katalysator kostet, wenn ich mich da nicht täusche, auch so um die 400, 500, 600 Euro. Kann man auch selber einbauen dann. Ja, und dann hättet ihr euch gleich einen neuen Kaminofen kaufen können. Ob diese Vorgaben in der Bundesemissionsschutzverordnung richtig sind oder nicht, naja, das muss jeder selber entscheiden. Gerne mache ich darüber mal noch ein Video und schildere mal meine Meinung. Aber es soll ja nicht nur um diese Werte gehen, welche die Öfen mitunter nicht mehr erfüllen, sondern um die Tatsache, dass die einfach über Jahre, viele Jahre oder Jahrzehnte genutzt wurden. Das heißt, solch ein Ofen verschleißt auch mit der Zeit. Der Neukauf eines Ofens kostet logischerweise mehr Geld. Aber diese Investition kann sich bereits nach kurzer Zeit für euch auszahlen. Wie? Ganz einfach. Es kann sein, dass dieser neue Ofen weitaus weniger Brennstoff verbraucht, also wie beispielsweise Scheitholz, Kohle, Holzpellets, Holzbriketts und so weiter, als der alte Ofen, den ihr vorher drin hattet, oder der neue gebrauchte Ofen. Das sehe ich hier gerade im Familienkreis, und zwar musste dort ein Kaminofen ausgetauscht werden und der Kaminofen war jetzt über 24 Jahre alt und der verbrauchte deutlich mehr Holz als der neue Ofen, der dort jetzt drin steht, der neue Kaminofen. Wenn ihr wollt, kann ich euch den auch mal vorstellen. Ich war da regelrecht verblüfft, wie wenig Holz dieser neue Kaminofen gegenüber dem alten Ofen verbraucht. Das sind nicht nur 4-5%, ich würde mal sagen, der neue Kaminofen verbraucht 30-40% weniger Scheitholz als der alte Ofen. Und das macht sich, bemessen auf viele Raummeter im Jahr, positiv im Geldbeutel bemerkbar. So, ich habe jetzt mal heute meine Erfahrungen und Meinungen geschildert. Und jetzt seid ihr noch gefragt, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr schon mal einen gebrauchten Ofen gekauft? Wie gesagt, die Art spielt keine Rolle. Ich würde mich da mal sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen unten in die Kommentare reinschreibt. Habt ihr jetzt noch nützliche Anregungen oder Tipps, dann schreibt ihr auch unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal.